Damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ich hoffe, heute ist es mit dem Sound besser. Ich habe auch keine Ahnung, warum das in den letzten beiden Folgen so laut war. Denn geändert an den Soundeinstellungen ist nichts. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob vielleicht dann irgendwie ein Mini-Patch gab, vielleicht dann die Soundeinstellungen geändert waren, aber das ist nicht der Fall. Und auch die anderen Einstellungen waren hier im Aufnahmeprogramm. Gleich ist es wieder so. Eigenartig. Deshalb, ich hoffe mal, dass es jetzt heute besser ist. Ich nehme nur mal die Folge auf. Und dann gucken wir einfach, wie es dann halt ist. So. Also zumindest bei mir hier sehe ich jetzt nichts. Na, mal gucken. Ich gucke mal Aufnahmeeinstellung. Ob er denn überhaupt einen Sound gerade aufnimmt. Ist halt schwierig, ne? Aber wir kriegen das schon hin. Wenn ich, ihr hört meine wohlklingende Stimme, das reicht auch schon. Das muss euch einfach genügen. Ja. Ja, ansonsten, wir haben jetzt ja, jetzt dadurch, dass ich die Folge jetzt auch aktuell aufnehme, wir haben gerade eben den Podcast, den neuen, aufgenommen. Da gibt es dann auch, mal gucken, wir machen das ja immer Donnerstags jetzt in letzter Zeit, nehmen wir auf. Müsste es dann wahrscheinlich Montag die neue Folge geben. Ja, so ein bisschen über Gamescom abgelästert. Wobei, ablästern kannst du nicht wirklich sagen, weil was will man bei etwas Schlechtem? Also es ist eigentlich halt noch nicht mal dann Kritik oder so. Es ist einfach nur, dass man über die Tatsachen spricht, wenn etwas halt nicht gut ist. Ja, man kann halt auch nichts schönreden da aktuell. Und das ist auch so die Sache, ob solche Messen jetzt nach Corona halt noch sinnvoll sind. Also zumindest sowas wie die Gamescom. E3, sagen wir mal so, wenn sie wieder zu dem zurückfindet, was sie früher mal war, und damit meine ich so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja, wo das halt wirklich so ein Mega-Event war, wo alles Mögliche passiert ist und riesengroße Shows waren. Wenn das wieder in die Richtung geht, wäre schon sehr, sehr geil. Aber weiß nicht, ob man das jetzt mittlerweile macht. Na, viele der großen Publisher oder auch Konsolenhersteller, die selber Spiele rausbringen, wie hier Sony und Microsoft, tendieren ja dazu, dann auch außerhalb der E3 ihre großen eigenen Sachen aufzuziehen. Was ich schade finde. Ich fand diese Verbundenheit, die man mit der E3 hatte, das war schon irgendwie was. Ja? Dass man da immer dieses eine Event hat, hat man sich als Videospiel-Fan, Nerd, Geek, wie auch immer, hat man sich da immer drauf gefreut, was gibt's Neues, was kommt da Tolles. Und ja, jetzt aktuell ist es halt einfach, musst du hier gucken, musst du da gucken und jeder versucht sich ja, ich sag klar, jeder will sich halt noch mehr selbst inszenieren, um dann irgendwelche Leute an sich und seinen Sachen zu überzeugen. Mag ja für den Einzelnen ganz gut funktionieren. Ist jetzt eher gewöhnungsbedürftig, aber naja. Jetzt mal kurz gucken. Das könnte man installieren, finde ich jetzt aber wenig sinnvoll. Power tut 40 Kilowatt. Warte mal, der zeigt uns das ja links an. 40 Kilowatt. Wir haben doch hier noch so andere Solarpanels. Das sind die King-Size-Dinger. 2x1 heißt, ich habe die. Dann gucken wir mal hier kurz. Der hat 160 Kilowatt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir die wohl das sein. Also eigentlich tendiere ich ja dazu zu sagen, wir machen so Solarfeld aus denen, ja. Oder halt dann doch noch anderen. Ja. Ich hatte überlegen. Wie geht die Sonne? Also schon in die Richtung sollten wir was ausrichten, ne? Das wird da was. Wie nennt sich das? Es hat wieder Winkel, nein. Es hat diese Begriffe manchmal hier in dem Spiel. Wo haben wir denn sowas? Das haben wir hier gar nicht installiert, ne? So ein Mechanismus. Verdammt. Wie heißt das Teil? Das ist wie mit diesem Fusionsblock.
Warte mal, das ist aber, ich bin der Meinung hier, Fracht- und Förderblöcke. Da war das, hier ist es, genau. Ach, können wir, ja gut, okay, das haben wir immer noch. Ist der denn hier auch noch so, oder ist der denn Verbinder? Hier ist der andere. Oder Hinge, ja, wie auch immer die es nennen wollen. Okay. Nehmen wir das mal. Ja, das ist das Richtige. Sehr schön. So. Sehr gut. Dann machen wir das. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann. Ich will auf jeden Fall nicht die normalen haben. Weil die nerven mich. Ja, das finde ich ätzend. So, jetzt gucken, wenn ich jetzt. Was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Ich denke, da können wir das hier machen, ja. Dann suchen wir mal die anderen Solarpanels raus. Ja, nehmen wir ruhig mal die in Blau. Ich denke, das ist mal eine ganz gute Alternative. Achso, die sind schon schräg. Oh, das ist ja ideal. Kann ich mir den Aufwand hier sparen? Das ist ja super. Klar, die bringen jetzt nicht viel. Was bringen die? Doch, die bringen auch 160. Ja, was willst du denn mehr? Ja, und wo kommt. Ach so, warte, 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 warte. Ja, so muss es angebracht werden. Gut, na dann. Wie viel habe ich jetzt hier Luft? Eins, zwei, drei, vier. Oh, hier. Genau. Machen immer zwei Stück, würde ich sagen. Genau, das lassen wir noch aus. Dann gehen wir in die nächste Reihe. Wir sehen, wie schon der Schattenwurf ist. Das heißt, wir machen dann entsprechend genug Platz dazwischen, damit die sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Das wäre halt so ein bisschen ätzend, ne? Genauso. Wie viel Platz haben wir? Drei Felder dazwischen. Okay. Das heißt hier. Genau. Und wenn wir da so ein großes Feld von haben, dann ist das schon nicht verkehrt. Also praktisch so, wie es jetzt auch ist, ne? Riesige Flächen werden dafür reserviert und sinnfrei belegt für einen Energiespeicher, der kaum was bringt. Für einen Energiegenerator. Da kann man lieber dann Windkraft nehmen. Wäre ich dann noch besser. So. Mal gut, dass wir so viele so Solarzellen herstellen haben lassen. Ja, das, was wir jetzt mal gesagt haben. Sehr schön. Ja, das können wir nach hier noch erweitern. Ne, entsprechend. Aber da müssen wir noch ein bisschen mit dem. Wir brauchen eh mehr Energie. Ist, dann können wir einmal kurz langschrabbeln mit dem Bohrer. Ist auch nicht verkehrt. Genau, so. Hier gerade ausrichten, genau. Wunderbar. Na dann, gib ihm. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen tiefer. Ein Stückchen links. Ein bisschen noch tiefer. Definitiv. Ich glaube, das ist okay vom Sound her. Ne? Müssen wir mal schauen, ob es zu leise dann jetzt ist wieder oder nicht. Das probieren wir einfach mal aus. Irgendwann wird es ja schon wieder richtig funktionieren. Hier korrigieren, ne? Das ist mir eben schon aufgefallen.
Schritt. Das ist doch schon ganz schön viel, ne? Was er da jetzt wegbuddeln muss immer. Dann machen wir das so, dann gehen wir gleich ein Stück runter. Ja, da hat er dann schon etliches hier zu tun. Krass. Okay, sehr schön. Das haben wir auch. Aber ich würde es halt gerne noch zumindest um eine Reihe erweitern. Ja, weil dann bin ich, glaube ich, glücklich und zufrieden. Ups. Die Richtung. Wir wollen ja nicht die ganzen Sachen zerstören. Das machen wir ja eh schon immer. Na, deshalb. Wir müssen drauf aufpassen. Ich habe das Gefühl, die Bohrer sind langsamer als sonst, ne? Oder wenn man es jetzt hier sieht, geht es eigentlich, ne? Aber man merkt schon wieder, so richtig glücklich ist er nicht. Und da wird auch schon wieder die Hälfte stehen. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Würde ich sagen, packen wir den hier vorne. Bisschen Energie hat er ja noch. Nein, halt, stopp. Hat er denn schon ein paar Energie-Solarzellen fertig oder nicht? Keine einzige, was fehlt denn? Oh, Träger fehlt. Ah, okay, das ist tatsächlich ein Problem. So, warte hier, Montageanlage. Produziert momentan nichts. Der produziert fleißig, da müssen wir mal vielleicht das switchen. Der andere produziert auch nichts. Der kann hiervon noch mal ein paar, genau. Davon auch noch mal 1000. Sehr schön. Nein, das müsste dann jetzt fix gehen, hoffe ich. Ja, auch gleich fertig. Dann haben wir es geschafft. Ja, hier, guck mal da an der Stelle, ne? Kommt schon ordentlich was rein. Ja, wir haben kein Landefahrwerk. Das ist so ein bisschen von Nachteil jetzt. Ich müsste den jetzt aufsetzen lassen, weil wir ja um entsprechend zu sparen und dann die Triebwerke abgeschalten haben. Müsste dann hier der, glaube ich, eher fertig sein, ne? Ja. Sehr schön. Ja, und wir sehen, Sauerstoff ist voll, ne? Das heißt, das Ding hier, das produziert fleißig. Ja, 55 Liter pro Minute. Und das hier ist alles jetzt erledigt. Ja, wobei wir haben auch, bin ich der Meinung, ordentlich Eis zwischendrin mal reingeschmissen, dadurch, dass wir da hinten ja gebohrt haben. Weiß gar nicht, wie sieht es denn hier das eigentlich aus? Wie ist denn da der Füllstand? Null. Also, ja, es läuft ja alles hier in die anderen Wasserstofftanks, ne? Wasserstoff, so. 21% gefüllt. Na ja, gut, das ist immerhin schon mal was. Kann man auch nicht meckern. Ja, und hier. Das müsste jetzt eigentlich ordentlich Energie bringen. Wenn die alle. Ja, gut, das sind auch volle Power sind, ne? Aber. Die geht ja auch irgendwann unter die Sonne. Deshalb machen wir noch so eine Windkraftanlage mit rein. Das Ding nehmen wir wieder weg. Wobei es mit dem Wasser. Es hat schon was, ne? Mit Wasserdampf, also hier Dampfkraftanlage. Müssen wir mal gucken. Muss ich mich damit auseinandersetzen. Genau, dabei haben wir die Mod jetzt schon so lange, wir haben sie nie genutzt.
Auch irgendwie eigenartig, ne? Ja. Ja, vielleicht müsste man noch mal die eine oder andere Mod wieder runternehmen, dass man es nicht zu leicht hat. Dass man wieder mehr so auf die ursprünglichen Sachen bedacht ist, was so Basteleien angeht. Ja. Ja, manchmal denke ich mir, dass wir haben halt früher so ein bisschen kreativer Sachen gebaut, weil wir halt kreativer sein mussten, weil wir dann nicht irgendwie Mods für alles Mögliche hatten. Das ist dann manchmal ein bisschen schade. Okay. Das läuft ja. Ich stelle mich mal hier oben drauf. Ich will das jetzt mal sehen. Das, ups. Ja, Vorsicht. Sehr schön. Ja, und dann haben wir hier unseren kleinen Solarpark. Das ist ja immerhin ein paar. Was haben wir hier? Wie viele Reihen sind das? Fünf. Und wir haben in einer acht Stück. Ja, das geht schon. Und dadurch, dass die dann so viel Platz wie die großen liefern. Machen wir da hinten noch ein bisschen was ran, dann noch größer. Aber man könnte hier auch noch mal zwei Reihen davor machen. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, einfach maximieren. Irgendwie muss man den Platz ja voll kriegen. Und wenn das so weit passt, warum nicht? Tja, na gut, dann lassen wir den noch ein bisschen werkeln, bis die ganzen Sachen fertig sind und dann sehen wir uns ja eh beim nächsten Mal wieder. Mal gucken am Wochenende, was wir machen. Wir müssten eigentlich da hinten weiter basteln bezüglich der Werft. Ja, das wäre eine gute Idee und ich denke, wir werden hierfür vielleicht doch noch ein Fahrwerk oder irgendwas basteln, dass wir den mal abklöppeln und mal so hier hinstellen einfach im Moment. Ja, wir müssen ja hier auch den Turm bauen, ne? Das wäre jetzt auch das nächste, was noch mit ran muss, wo er das Ding da oben angedockt ist. Und dass wir auch mal sehen, wie es momentan hier ist mit Energie. Ob das dann schon ausreicht. Weil wir haben ja hier unten. Ich gehe mal hier runter, das ist jetzt der schnellste Weg. Genau, hier sind ja noch die Batterien. Die sehen größtenteils so aus, als wäre. Also gut, sie sind noch nicht fertig, das ist das andere. Aber sie sehen auch so aus, als wären sie größtenteils fertig. Oder voll geladen. Also hier haben wir natürlich auch ordentlich Energiespeicher. Müssen wir halt nur mal schauen, dass das hier dann auch noch fertig wird. Genau, und wie es dann aussieht, wenn das große Schiff abgeklöppelt ist. Ob das dann noch passt, können wir eigentlich jetzt mal machen. Ich weiß halt noch nicht. Ja, das würde definitiv runterkommen, ne? Die paar Triebwerke halten das, glaube ich, nicht. Ja, komm, wir probieren es mal. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Ja, weil er braucht eigentlich schon die Energie für sich, ne? Basis ist dann doch schon relativ groß geworden, ne? Also. Relativ. Und da unten müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das irgendwann weitermachen. Wenn hier oben das mit der Energie und allem erledigt ist, der Werft. Ja, genau, wo haben wir jetzt hier? Da. Ich befürchte, ne? Dann fängt das Ding an zu driften. Jetzt müssen wir es wirklich aufsetzen lassen, ne? Ich hoffe, das geht gut. Ja, man sieht das halt so schlecht.
Also schon nicht verkehrt, ne? Nicht das, ja, wobei, er liegt auf den Tanks drauf. Ist halt nicht so gut, ne? Mist. Muss ein bisschen weiter nach vorne. Ich will jetzt halt nicht die Triebwerke einschalten. Das könnten wir machen. Wir ihn aufsetzen. Muss ich nur die Triebwerke schnell abschalten? Ja, super. Wasserstofftriebwerk ist es nicht. Nein, wie heißen die Dinger denn da unten? TA2. Nein. Ist dann die T3. More Engines. Ja, das hört sich ja ganz gut an. Ich glaube, das waren die. Also jetzt bewegt er sich eigentlich nicht mehr. Sollte er nicht mehr. Aber es ist noch an. Hat Energie. Genau. Das liegt dann jetzt hier so auf. Hat ja ganz gut gepasst, hä? So richtig sicher und gut fühle ich mich noch nicht mit der Konstruktion, aber zumindest steht es jetzt und jetzt haben wir die Basis für sich, was die Energieversorgung angeht. Das, was ich meine. Guck mal, da ist schon ordentlich. So. Ist natürlich, die Ressourcen von da können jetzt halt nicht mehr hier rüber transportiert werden. Das ist jetzt halt momentan das Problem. Aber es ist einmal, um nur zu schauen, wie das jetzt aussieht mit den Batterien. Genau. Was mache ich denn hier? Batterie, genau. Zufuhr 109, Abgabe 160. Okay, liegt es halt daran, dass noch nicht alle da sind. Wir können mal gucken mit den Solaranlagen. Solar. Bringt 90 kW. Genau, also hier sehen wir den. Okay. Ach, das ist dann vielleicht durch die Batterien, was verfügbar ist. Naja, das sollten wir hinkriegen. Ein paar Träger wahrscheinlich, ne? Dann können wir das nochmal hier mitnehmen. Das wird ja jetzt irgendwo dann sicher gefertigt. Warte, mal gucken hier, Träger. Keine Träger? Haben wir die nicht hier herstellen lassen? Wie jetzt hier? Hä? Täusch mich nicht. Ach ja, Eisen gibt es ja jetzt hier nicht mehr. Müssen wir es hier halt mitnehmen. Träger, wo sind sie? Da. Gut, ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen was. Jetzt geht die Performance aber gerade ganz schön runter. Eieiei. Auffällig. Naja, mal gucken. Okay, Träger haben wir anscheinend genug, wenn ich das gerade sehe. Das sind eher Solarzellen. Toll. Jetzt habe ich hier die ganzen Träger.
Aber ich denke, wenn der Solarpark fertig ist, dann passt es dann wirklich mit der Energie. Achso, können wir vielleicht mal hier gucken, ob wir da vielleicht noch Solarzellen jetzt haben. Das wäre vielleicht noch eine Alternative. Können wir uns jetzt ja auch einen Auftrag geben. Ja. Genau, das auch noch weg. Und Solarzellen. Hallo? Solar? Nee, gar nicht, okay. Interessant. Ah, er macht jetzt nur das. Dann soll er davon aber auch nochmal 1000 machen, weil wir wollen ja definitiv noch mehr. Er merkt, das Nest bewegt sich hier die ganze Zeit, das ist nicht gut. Warte mal. Antrieb. Ja, wir müssen es, glaube ich, einmal kurz aufstellen. Worauf schießen die doch schon wieder? Seltsam. Dafür, dass ich eigentlich schon lange Schluss machen wollte. Genau, stellen wir den hier hin. Wunderbar. Jetzt ist halt dadurch 91% der Energie werden verbraucht, aber passt schon. Immerhin lädt er dann den Schild richtig auf. Und ich kann mich um die anderen Sachen kümmern. Schauen. Upsala. Wir wollen noch Solarzellen mitnehmen. Das machen wir jetzt noch zum Schluss. Nochmal ein, zwei Solarzellen klöppeln und dann passt das auch. Solar. Oh, so ein paar mehr. 71. Damit müsste man ganz gut hin. Ich habe zwei. Zwei müssten, glaube ich, passen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da benötigen. Wir schauen mal. Schauen, ob vielleicht irgendeiner schon Teile hat. Und noch mit, hier. Den noch mit fertig machen. Der hat noch nichts. Der hat auch noch nichts. Haben wir hier halt. Und ist der fast fertig. Jetzt müssen noch ein paar. Okay, so schauen, ob es jetzt besser aussieht. Irgendwie. Was? Ach, da ist schon wieder so ein Zombie. So ein Zombie. Estronia ist da schon wieder. Batterie, so. Quelle Zufuhr. Naja, gut, jetzt wird es halt weniger, ne? Wir sehen gerade, es sinkt. Verstehe ich gar nicht. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Okay. Aber ich glaube, die machen nichts, ne? Die laufen nur rum, glaube ich. Oder machen die irgendwas? Die haben kein Werkzeug oder so. Ja, ne, die scheinen rumzulaufen. Nun dann, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.